Schon lange nicht mehr auf den Feuerwehrturm hochgeklettert. Wer es nicht weiß, diesen Sommer haben wir ein verlassenes Feuerwehrturm entdeckt. Wir haben schon Wassermelonen auf ein Trampolin draufgeworfen, Flaschen mit Cola und Fanta. Ach ja, aus Versehen ist meine Autoscheibe kaputt gegangen. Da war ich richtig traurig. Dieses Mal will ich ein neues Experiment durchführen. Ich habe eine Actioncam, die ich heute testen werde. Wenn die heute durchhält, werde ich noch ein paar Folgen mit der drehen. Also, heute haben wir uns Folgendes ausgedacht. Was passiert, wenn wir die Actioncam auf einen Basketball binden und aus 40 Meter Höhe runterschmeißen? Wird dir das durchhalten? Oder federt der Basketball ab? Und welche Aufnahmen wird die im Flug machen? Lasst uns das ausprobieren, Leute. Los geht's! Wir haben richtiges Herbstwetter, es ist alles gelb. Wunderschön. Regen ist vorbei. Es ist wieder warm geworden. Ich will diesen Moment nicht verpassen. Bin in den Wald gefahren, zu unserem Feuerwehrturm. Wer weiß, vielleicht ist das letzte Mal dieses Jahr. Wir sind schnell angekommen, da es im Wald trocken ist. Es ist wunderschön hier. Der Turm hat sich hinter den Bäumen versteckt. Der Riese. Hochzuklettern ist eine Herausforderung, vor allem wenn man Höhenangst hat. Deswegen haben wir uns einen ausgebildeten Höhenkletterer organisiert, der für uns hochklettert. Oben gibt es nicht einmal Griffe, um sich festzuhalten. Die Aussicht von oben ist dafür wunderschön. Wir wollen unseren Experiment durchführen und haben dafür ein ganz normales Basketball genommen, zu dem wir unsere Actioncam dran binden. Das machen wir mit normalen Taser, legen die Kamera aber davor in Schutzhülle. Wie ihr das sehen könnt, funktioniert die Kamera. Ordentlich am Basketball befestigen. Wir haben nicht gerade wenig Taser dran gebunden. Dafür hält das jetzt bombenfest. Wir haben sogar das überflüssige Taser im Objektivbereich rausgeschnitten, um die bestmöglichen Aufnahmen zu machen. Okay, wir ziehen die Bälle hoch. Das machen wir mit Hilfe einer Tasche und einem Seil. Ich will zwei Bälle runterwerfen. Das Fußball dient zum Versuch, um zielen zu können. Schauen wir mal, wie hoch der dann springt. Lasst uns das Fußball runterwerfen. Was glaubt ihr, bis zum welchem Stock wird er wieder hochspringen? Schreibt mir in die Kommentare. Und flieh! Naja, der ist aber nicht so hoch gesprungen, weil der am Hügel abgeprallt ist und seitlich weggesprungen ist. Naja, jetzt wissen wir, wie wir zielen sollen. Wir sind bereit, ihn runterzuwerfen. Oh Mann, wird die Kamera das aushalten? Leute, was glaubt ihr? Was wird passieren? Oben rechts draufklicken und eine Aussage aussuchen. Bin gespannt, wer es errät. So, ich bin bereit. Flieh! Oh yeah! Wie ihr das gesehen habt, wurde der Ball mit dem Wind ein wenig abgetrieben. Der ist nach rechts geflogen. Wir konnten die Slow-Mo-Aufnahmen nicht machen. Es gibt aber eine gute Nachricht. Die Kamera ist noch ganz und zieht den Ball nicht nach unten. Ball ist seitlich aufgekommen. Die geht an und wieder aus. Wir haben beschlossen, noch einen Versuch zu starten. Wenn der Ball nicht auf die Kamera landet, ist die Chance kaputt zu gehen ziemlich gering. Wir werden es sehen. Los geht's!
Yeah! Der Ball ist dort gelandet, wo wir es wollten. Genau richtig. Das war richtig geil. Die Kameraaufnahmen waren auch richtig super. Genau so, wie wir es wollten, Leute. Ich habe eine Idee. Wollt ihr, dass ich die Kamera in flüssigen Stickstoff einfriere? 5000 Likes und ich werde es machen. Wir sind super zufrieden, die Kamera funktioniert noch, der Basketball hat die gerettet. Das sind 13 Stockwerke, Leute. Wassermelone und die Colaflaschen sind geplatzt und die Kamera hat überlebt. Teilt das Video, Leute, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen und bis bald.